Mit ihren 16 Jahren hat unsere Volleyballerin Denise schon 2 Kreuzbandrisse hinter sich. Schafft sie es trotzdem, sich zurück in die Nationalmannschaft zu kämpfen? Han Abbing, Bundestrainer U20, weiblich, Volleyball, seit 8 Jahren in Deutschland. Die ersten 4 Jahre erste Bundesliga Suhl, Pokalsieger geworden. Danach gewechselt zum Verband, Deutschen Volleyballverband. Und seit 2008 Bundestrainer. In 2009 mit der Jahrgang 90-91 in Mexiko Weltmeister geworden. Denise Mudo ist ein sehr großes Talent. Also die habe ich letztes Jahr kennengelernt hier in Berlin. Sehr, sehr athletisch, technisch sehr talentiert. Volleyballtrainer, sagt man, sie hat sehr, sehr schöne Hände. Also das hat sie, sie hat eine sehr schöne Technik, ein wahnsinniges Ballgefühl. Also bringt alles mit. Aber sie ist erst 16. Und hat schon 2 sehr schwere Verletzungen hinter sich jetzt. Beide Knie hat sie einen Kreuzbandriss gehabt. Das hat sie natürlich erstmal sehr verletzt, physisch, aber auch, denke ich, mental ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ja, von der Verletzung ist natürlich noch was im Kopf. Also immer, ich mache mir natürlich Sorgen, auch jetzt, wenn ich noch spiele. Also es ist noch nicht so ganz befreit alles. Und ja, ist noch nicht so alles gut im Kopf, würde ich sagen. Also vom Körper schon, aber im Kopf ist immer noch, bleibt immer noch der Gedanke, könnte ich mich jetzt verletzen oder ja. Also ganz am Anfang, als es natürlich passiert ist, also direkt an dem Tag, dachte ich mir, okay, ist vorbei und ich spiele nicht mehr. Weil ich auch mir eigentlich gesagt hatte, sollte es nochmal passieren, also vor 2 Jahren, höre ich auf jeden Fall auf und mache nicht weiter. Aber ja, auch mit, also in der Reha war es immer wieder schwer, sich neu zu motivieren. Ich habe die ganze Zeit damit mit dem Gedanken gespielt, ob es richtig ist, weiterzumachen und ob ich das schaffen würde und habe immer wieder drüber nachgedacht. Aber ich denke so, als ich wieder richtig gemerkt habe, dass alles gut ist und dass mir auch nichts passiert, dass die alles gut operiert haben, nichts passiert ist, bin ich jetzt so, erst jetzt eigentlich wieder so richtig davon überzeugt, dass ich weiterspielen kann. Denise muss natürlich, das vor allem im taktischen Bereich, muss sie noch eigentlich alles lernen. Und dafür bin ich dann auch da, um das zu coachen und dabei zu helfen. Aber die wichtigste Voraussetzung sind erstmal ihre athletische und technische. Und du brauchst das für internationalen Volleyball. Und ich schaue dann auch auf Frauennationalmannschaft. Und das ist nicht unmöglich für sie, immer noch nicht. Es ist einfach ein harter, stolperiger Weg. Da kann so viel passieren. Wenn ich jetzt unsere Kapitän nehme, die jetzt diesen Bandscheibenvorfall hatte und diese OP hatte, also vor einem Jahr haben wir gesagt, naja, der Weg zu einer Frauennationalmannschaft ist für sie ganz klar und deutlich. Naja, dann passiert sowas unterwegs und das gilt für alle Spielerinnen. Es ist nicht so einfach, dort anzukommen. Ja, es ist schwer, das wieder aufzuholen, denke ich, aber mein Trainer gibt mir eigentlich gut die Chance, gut zu trainieren und mich zu motivieren und hat mich jetzt auch eingeladen zur Nationalmannschaft. Und ich denke, ich werde es auch wieder schaffen, mich ranzuarbeiten. Ja, Denise ist jetzt eigentlich seit Mai wieder voll im Training und das ist natürlich noch sehr kurz. Alle Mädels haben hier entweder zweite Bundesliga oder sogar erste Liga Bundesliga gespielt und sie gar nicht. Und sie hat nur an ihrer Reha gearbeitet und trotz alledem hat sie durchgebissen, ist sie immer noch hier. Das war nicht immer so einfach. Also sie hat auch gezeigt, dass sie auch noch eine Mentalität mitbringt, die auch notwendig ist für Leistungssport. Und ja, wir können jetzt nur weitermachen und darauf vertrauen, dass die Ärzte ihre Arbeit so gut gemacht haben, dass der Körper das jetzt aushält. Und wenn das schaffen, dann hat sie eine sehr schöne Volleyball-Zukunft vor sich. Also wir sind davon überzeugt, dass Denise noch eine große Zukunft vor sich hat. Wenn ihr das auch miterleben wollt, dann schaut doch mal bald wieder auf unserem Kanal vorbei. Bis dahin sagt uns doch mal, wie euch das Video gefallen hat und bewertet und kommentiert fleißig.
oder schau dich diese Videos hier an. Dann mal bis dann.